Hallo, willkommen bei dieser letzten Warm-up-Session in dieser Vorbereitung für unser Festival in Birnbach, das Wunderfestival. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Wir kennen Andreas ja schon seit mindestens 5000 Jahren in dieser Ausdehnung der Botschaft. Und in dieser ganz speziellen Form seid ihr vielleicht ja auch von Anfang dabei gewesen, wenn ich mich recht erinnere. War das ja im Jahr 2016, als wir das erste Wunderfestival, Andreas, 2016 habe ich bereits Aufzeichnungen von Bad Meinberg. Ja. Und, also es geht schon eine Zeit lang dahin und jeder von uns, der daran teilgenommen hat, weiß, dass in diesem Zusammenkommen wirklich alles passiert. Und das versuchen wir halt in dieser Demonstration auch, in dieser Lehrdemonstration, die unser Bruder und Freund Andreas für sich genauso akzeptiert hat, die Stimme des Heiligen Geistes durchkommen zu lassen. Ja, in einer ganz individuellen Ausdrucksweise und trotzdem mit einem universellen Inhalt. Danke, dass du da bist, lieber Andreas. Das Mikrofon ist dein. Dein Mikrofon ist noch nicht ein. Hallo ihr Lieben, nochmal danke. Danke, Devavan, für die Vorstellung. Danke, ihr Lieben, fürs Reinspringen in diese letzte Episode vom Wunderfestival Warm-Up. Und weil wir nicht anders können oder weil das Wunder nicht anders können kann, als in jedem Moment alles anzubieten und alles zu erinnern, ist auch das hier genau das, was ein Wunder ist, nämlich ein Anfang als auch ein Ende. Und es ist deshalb ein Ende, weil es das, was wir verstanden haben, was wir gesehen haben und gehört haben und kannten, vergessen und uns an das erinnern, was jenseits von Raum und Zeit ewig wahr ist. Und das ist etwas, was wir konzeptuell nicht abbilden können. Konzeptuell ist es immer eine Überraschung, wenn wir merken, wow, das ist ja sehr viel schneller, als ich mir jemals vorstellen konnte. Es ist ja sehr viel schneller, bereits das, was ich suchte. Dieser Moment ist sehr viel mehr das, als was ich versuchte, in Zeit zu finden und enthält den einzigen Wert, den ich hier jemals in Raum und Zeit finden konnte. Und wir finden uns daher in einer Überraschung wieder. Und Jesus spricht über den frisch gebackenen Lehrer Gottes so, dass er entdeckt, dass alles, was für ihn jemals von Wert war oder was für ihn von Bedeutung war, auf einmal im Licht aufgehoben wurde und er mit einer ganz neuen Idee über sich selbst gegenwärtig hier ankommt. Und wenn du so Momente hast von Déjà-vus oder wenn du Erfahrungen davon hast, dass alles irgendwie schon mal gelaufen ist, dann sind das Einblicke in die wahre Natur von Raum und Zeit. Und die wahre Natur von Raum und Zeit ist, dass sie vorbei ist. Also ist es mit dem Ende des Warm-ups und mit dem Ende jeder Idee, die du dem Heiligen Geist übergibst und dich selbst dem Heiligen Geist übergibst, der Stimme für Gott übergibst, immer das Ende von dir, wie du dich kanntest. Und das, was du wirklich bist, kriegt eine Gelegenheit in deinem Gewahrsein, dass es den Status der Natürlichkeit wieder bekommt in dir, dass du zustimmen kannst, ja, das bin ich schon immer gewesen. Alles andere war eine wilde Halluzination, die ich über mich selbst hatte. Zeit war eine wilde Halluzination, die ich über mich selbst hatte. Und damit jede Vorbereitung, damit jeder Wunsch, woanders hinzukommen, jeder Wunsch, irgendetwas zu werden oder irgendwas besser zu können. Denn es liegt nicht wirklich an uns, es liegt nicht wirklich an dir, wo wahrer Wert liegt oder wann wahrer Wert ist. Es liegt nicht wirklich an dir oder an mir oder an irgendwem,
was dein Wert ist oder der des anderen. Denn das wurde von Gott schon etabliert. Es wurde von Gott bestimmt. Und dann merkst du auch, hey, dieses ganze Laufen im Hamsterrad der eigenen Gedanken, das ganze Laufen im Hamsterrad von ja, jemand werden, jemand sein, jemand zu sein, aufrecht zu erhalten, ein Bild von dir aufrecht zu erhalten, einen spirituellen Weg aufrecht zu erhalten, dass all diese Anstrengungen niemals nötig war für, ja, für das, was Gott liebt, für dich, für mich, für jeden, der das eine selbst ist. Und das macht mich unglaublich froh. Wir hatten gestern die Session von Devavan gehört. Und du, Devavan, du hattest mir gestern eine Frage gestellt, ob ich mich erinnerte, was der meist angegebene Grund fürs Kommen nach Birnbach sei. Und ich hatte in dem Moment ein Déjà-vu und ich wusste, ich würde die falsche Antwort geben, aber ich wusste nicht, welche Antwort es war. Das war bizarr. Und ich musste mich auch gar nicht anstrengen, weil ich wusste ja, es ist schon, ich werde ja gleich wissen, welche Antwort die falsche sein wird, weil es ja schon geschehen ist. Also es war eine, danke für das Geschenk. Es war ich habe es ja gespürt, ich habe dann gleich geantwortet. Ne? Ja, danke. Und da brauchst halt auch den Bruder, ne? der dann direkt dasteht, weil in dem Moment merke ich, ich kann das gar nicht ohne meinen Bruder haben, was auch immer in mir an Erinnerung sich bemerkbar macht im Augenblick. Und so hat sich auch für mich mein Weg und mein Erwachen und ich bin mir sicher auch deiner dargestellt, dass da ein Bedürfnis ist für die mächtigen Gefährten. Dass du zwar diesen Kurs lesen kannst und studieren kannst und Erfahrungen damit machen kannst, aber irgendwo in mir bewegte sich dann der Wunsch nach, naja, oberflächlich könnte man es nennen, nach Begleitung oder nach Austausch. Aber im Grunde ist es ein sehr viel tiefer sitzender Wunsch oder ein richtiges Bedürfnis im Erwachen. Und dieses Erwachensbedürfnis ist, ey, ich brauche hier meine mächtigen Gefährten. Ich brauche hier jemanden, der mit mir steht, in dieser Ausrichtung, die komplett an Raum und Zeit vorbeigeht. Weil davon gibt es nicht so viele, wenn ich mich in Zeit umgucke. Aber wenn ich sage, das, was ich hier in diesem Kurs höre, das, was mich hier anspricht, auf eine Art und Weise, die meine Welt total auseinandernimmt, auf eine sehr freundliche, aber direkte Art und Weise, ist trotz dessen, dass es an der Welt vorbeigeht und keinen weltlichen Wert bestätigt, das Einzige, was ich hier an Wert gefunden habe. Und die Hilfe, die ich mir dabei, um die ich bitte, die Hilfe, um die ich bitte, um mich darin zu stärken oder mich darin zu bestätigen oder mir die Hand zu halten, wo es nötig ist, die brauche ich hier teilweise sehr konkret, sehr direkt. Und da tauchen dann die Brüder auf. Die Brüder, die mit diesem Kurs unterwegs sind oder die mit der Ausrichtung unterwegs sind. Und irgendwo ist es in meiner Erfahrung da drin eine Entscheidung, die wir getroffen haben und die deswegen dazu führt, dass wir in uns so etwas wie eine Art Reife oder eine Art Fähigkeit entwickeln. Vielleicht ist es wirklich einfach nur die Fähigkeit zu vergeben und die Entschlossenheit, die Dinge, alle Dinge neu zu sehen, den Bruder neu zu sehen, über die Form hinwegzuschauen, den Christus zu erblicken, den Sinn und Zweck der Vergebung in uns lebendig werden zu lassen und zu merken, dieser Wert übersteigt alles. Mein Herz ist erfüllt mit der Bedeutung der Vergebung. Und ich möchte hier
ich möchte hier das sowohl anbieten, als auch darin an die Hand genommen werden, weil das alte Denksystem damit überhaupt nichts anzufangen weiß, außer es zu konzeptualisieren und damit, ja, damit wieder tot zu machen, in meiner Erfahrung. Aber genau wegen dieser Erfahrung tauchen wir auf. Wir tauchen ja nicht auf, weil wir sagen, hey, gib mir alle Konzepte, sondern wir sagen, hey, okay, ich kriege ein Gefühl für das Konzept, ich kriege ein sehr gutes Verständnis für das Konzept und dieses Bedürfnis, darüber hinauszugehen, ist, wo wir Jesus wirklich treffen. Denn Jesus sagt, hey, das Konzept an sich ist mir gar nicht so wichtig. Was mir hier wichtig ist mit diesem Kurs, ist eine universelle Erfahrung. Und die ist nicht nur möglich, sondern sie ist notwendig. Und dafür treffen wir uns. Und dafür, hier, ich bin hier gerade am Anmeldetisch hier in Birnbach. Hier werdet ihr, wenn ihr hierher kommt, werdet ihr hier alle vorbeikommen. Und ihr werdet auch die Brüder sehen, die hier vor Ort dafür, ach, da hinten sind Marion und Dieter und Gesner und Ronny, die helfen schon mit, was aufzubauen und gucken sich gerade das Gelände an. Gesner kommt angelaufen. Und es geht wirklich über das Konzept hinaus, dass wir hier sagen, hey, es ist egal, welchen Weg wir hier beschreiten, aber was bedeutungsvoll ist in dem, ist, dass wir in eine gemeinsame Begegnung kommen im Licht von dem, was alles immer aufhebt, was wir eben noch dachten, was vor sich geht. Es ist immer wieder neu. Und dafür brauche ich meine mächtigen Gefährten. Denn ein nicht mächtiger Gefährte würde mir bestätigen, dass mein Konzept stimmt. Dass mein Konzept über diesen Moment stimmt. Und ich an diesem Konzept festhalten muss und es verteidigen muss. Aber ein mächtiger Gefährte ist, hey, dein Konzept fällt gerade auseinander, meins auch, yippie. Das feiern wir. Das, was im weltlichen Sinne das Schlimmste ist, was dir passieren kann, das ist die Öffnung für die Liebe. Nicht so, wie wir sie verstanden haben, sondern wie sie gegenwärtig jetzt hier neu reinkommt und auf jeder Ebene deiner Erfahrung kann das ein bisschen irritierend sein. Es kann energetisch irritierend sein, emotional irritierend, konzeptuell irritierend. Und dennoch macht das nichts. So, wir können uns das alles angucken, wir können das alles klären, wir können darüber sprechen und uns, weil ja jemand auftaucht, aufzeigen, hey, guck mal, das ist gar kein Problem. Es ist gar kein Problem, dass dein Konzept gerade flöten geht, dass deine Idee über dich gerade flöten geht, über diesen Moment, über das, was du gerade dachtest, was du noch vorhast, wer du glaubst zu sein, was du glaubst, was du für Probleme hast oder Schmerzen. Und es ist okay, wir können an diesem Punkt stehen. Devavan hat das gestern super aufgezeigt in der Frage, die kam. Und da genau auf den Punkt gebracht wurde, wir können uns das sehr konkret angucken, wo es hängt. Wir können es uns sehr konkret artikulieren, wo wir glauben, wo das Problem und wo die Blockade ist oder die Situation. Und ein mächtiger Gefährte hebt das mit dir raus. Und auf einmal werde ich, ohne zu wissen, warum, froh. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Genauso wie irgendwer anders sich das hier nicht ausdenken kann. Aber eine Bestätigung dafür zu bekommen, dies ist dein Moment und damit der Moment von jedem. Das verdient fast eine Runde Applaus für dich. Dass du eine Bereitwilligkeit hast zu sagen, ich tauche auf. So, ich tauche auf aus meiner Bequemlichkeit. Ich tauche auf aus meiner Wohlfühllethargie. Ich tauche auf aus meinen gut gehofften Plänen, die bestimmt wahr werden.
Ich tauche aus dieser Zähigkeit auf und kann mich mit all dem zeigen, ohne es privat zu halten. Und ich buche mir ein Mehrbettzimmer in Birnbach. Und genau das ist es. Es fühlt sich an wie, nee, das wollte ich aber nicht so haben. Genau das ist dieser Moment. So will ich es nicht haben. Aber wie viele tausend Jahre habe ich das gesagt? Wie viele tausend Jahre habe ich gesagt, nee, so wollte ich es jetzt aber noch nicht haben? Und wie viele tausend Jahre kann ich das noch machen? Wie lang kann ich das durchziehen und mich selber dabei an der Nase herumführen und sagen, nee, ich bin auf dem spirituellen Weg, jetzt geht's noch nicht. Ich mache den Kurs, jetzt geht's noch nicht. Und danke, Jesus. Und ich möchte hier was kurz mit dir teilen aus Kapitel 18. Deine Beziehung zu deinem Bruder ist aus der Welt der Schatten ausgerissen worden und ihr unheiliger Zweck wurde sicher durch die Schranken der Schuld hindurchgebracht, mit Vergebung reingewaschen und leuchtend und fest verwurzelt in die Welt des Lichts hineingestellt. Von dort aus ruft sie dir zu, dem Kurs zu folgen, den sie genommen hat und der sie hoch über die Dunkelheit hinaushob und sanft vor des Himmels Pforten niedersetzte. Der heilige Augenblick, in dem du und dein Bruder vereinigt wurdet, ist nur der liebe Bote, der von jenseits der Vergebung ausgesandt ward, um dich an alles zu erinnern, was jenseits ihrer liegt. Doch wird die Erinnerung daran durch die Vergebung wach werden. Und wenn die Erinnerung an Gott am heiligen Ort der Vergebung zu dir gekommen ist, Herr Eckert, ist eine Live-Übertragung. Der Hausherr, die Hausherren kommen gerade vom Abendspaziergang zurück. Und wenn die Erinnerung an Gott am heiligen Ort der Vergebung zu dir gekommen ist, wirst du dich an nichts anderes mehr erinnern und die Erinnerung wird so nutzlos wie das Lernen sein. Denn dein einziger Sinn und Zweck wird erschaffen sein. Das aber kannst du nicht erkennen, bevor nicht jede Wahrnehmung reingewaschen und geläutert und schließlich für immer entfernt worden ist. Die Vergebung entfernt nur das Unwahre, hebt die Schatten von der Welt und trägt sie in ihrer Sanftheit sicher und geborgen zur strahlenden Welt der neuen und reinen Wahrnehmungen. Dort ist jetzt dein Sinn und Zweck. Und dort erwartet dich der Frieden. Ja. Und ich bin sehr dankbar, diesen Moment mit dir zu teilen, in dem ja die Arme weit offen sind, so aufzutauchen, wie ich bin, so aufzutauchen, wie du bist, mit all dem, was an Schatten, an deinem Gewahrsein, an meinem Gewahrsein vorbeifließen kann. Und das, was wir vielleicht hofften, was niemals jemand sieht über uns, Ideen von ja, nicht genug oder nicht hell genug, nicht hingebungsvoll genug, nicht interessant genug oder was auch immer das für eine Färbung hat, dass das einfach ins Licht gestellt werden kann, weil dort unsere einzige wahre Beziehung überhaupt ist. Und wir sehen, dass es uns in Wahrheit niemals berührt hat. Es konnte den Christus niemals berühren, was er träumte. Es konnte dich niemals aus dem Himmel entfernen.
was an Schreckensgedanken für einen Augenblick durch deinen Geist gezogen sind. Und ja, das Licht deiner Beziehung, das Licht unserer Beziehung im gegenwärtigen Moment lädt dich nur ein, diesen Schrecken einfach sein zu lassen. Diesen Schrecken einfach als das zu erkennen, was er ist, das, was mich erschreckt hat. Das, was mich beunruhigt hat, war ein Schatten von nichts. Es war, wie Jesus sagt, ein kindischer Traum. Wenn ein Kind in der Nacht von einem Gespenst träumt oder von einem Drachen und man ihm einfach erklärt, ja, es war einfach nur eine Idee, da war in Wahrheit gar nichts oder ein Schatten an der Wand, wenn man sagt, hey, da war eigentlich gar nichts, da war einfach nur ein Schatten und der hat gar nichts gemacht, dann versteht das Kind und es ist getröstet und es weiß, es braucht den Wahrnehmungen nicht zu glauben, die es hatte. Und genau das ist die Aufklärung durch den gegenwärtigen Heiligen Geist und die heutige Lektion. Nichts täuscht so sehr wie Wahrnehmung. Ja, wir setzen einen rührenden Glauben in Wahrnehmung. Und Jesus sagt, wieso machst du das überhaupt, wenn du schon so oft erfahren hast, dass du dich täuschtest in Wahrnehmung? Woher kommt dieser rührende, unglaublich loyale Glaube an Wahrnehmung, an Welt? Und er sagt, es kommt aus einem tiefen Gefühl der Verunsicherung heraus. Ein tiefen Gefühl von unsicher über das zu sein, wer du bist, wer ich bin. Aus einer Idee heraus, dass ich durch mein Urteil Stabilität erlange. Und zeigt auf, du hast hier überhaupt gar keine Basis. Ich habe überhaupt keine Basis, um irgendwas hier zu beurteilen. Ich bin hier nur in einem Moment, in dem ich wählen kann, eine Fassade von Gewissheit zu präsentieren, mir selbst zu präsentieren, denn da ist ja keiner da draußen, und mich dadurch zutiefst zu verunsichern. Und wenn es nicht in Raum und Zeit so tragische Form annehmen würde, würde man den Witz leicht erkennen und wir fangen an, drüber zu lachen, ja. Denn sofort, wenn du in diesen Moment kommst und die Verbindung kommst und siehst, wie unglaubwürdig es eigentlich ist, an das Urteil zu glauben, wie perfide der Versuch ist, den ich darin unternehme, dann wird es sofort absurd. Ja, einige fangen an zu lachen, wenn sie Schmerzen haben, weil sie merken, das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist ja absurd. In Raum und Zeit gehen uns dann die Augenbrauen hoch und sagen so, was ist jetzt schon wieder los? Aber wenn wir mit Vernunft drauf schauen, und das ist wirklich das Durchkommen durch diesen Schleier, wenn wir mit Vernunft drauf schauen, sagen wir, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ich bin kein Ding, das ich vor dem Schmerz oder vor dem Schatten niederbeugen müsste. So bin ich so wenig wert, ist meine Substanz so fragil, dass ich vor jedem Pups, der mir durch den Geist geht, mich anbetend auf den Boden schmeißen muss und sagen muss, okay, ich biete dir all meine Angst, zu der ich fähig bin. Ich biete dir all meine Sorge, die ich mir ausdenken kann. Weil genau das ist, was wir tun. Ja, wenn das Urteil, wenn die Angst, wenn die Sorge, wenn die Schatten als Realität hochgehalten werden, wenn ich sage, ich will damit recht haben, mit diesem Szenario in meinem Traum, dann tun wir genau das.
Dann schmeißen wir uns anbetend vor diesen Schatten auf den Boden. Und die Frage von Jesus ist dann total berechtigt. Sohn Gottes, was ist geschehen, dass du dich hast tiefer fallen lassen als die Steine auf dem Boden? Vielleicht habe ich eine Idee geglaubt, die nicht real ist. Vater, zeig mir. Zeig du mir, führe du mich. Zeig du mir, führe du mich. Ja, und es sind hier, ich kann eine Geschichte heute vom Dining Room, vom Speisesaal heute teilen. Wir sitzen hier mit den Brüdern zusammen von den Rosenkreuzern und essen zusammen Brot mit Marellenmarmelade und mit vegetarischem Aufstrich und unterhalten uns über Tasse Tee, über alle möglichen Theorien und so weiter. Und neben mir sitzt ein Bruder und sagt, mein Sohn, der hat auch diesen Kurs mal gehabt. Der liest sich eigentlich gar nichts durch, aber dieses dicke Buch, das hat er durchgearbeitet. Hier liegt er. Nicht der Sohn, sondern der Kurs. Ja. Und da ist eine Idee. Da ist eine Idee, die in dir auftaucht und sagt, es ist Zeit. Es ist Zeit, keine Zeit zu verschwenden. Es ist Zeit, deine Funktion anzunehmen. Es ist Zeit zu erkennen, dass alles einem Zweck dient. Alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Das macht hier keiner von uns. Das wird nicht durch irgendwen von uns so. Durch mein Üben, durch dein Üben der Lektion wird das nicht so, sondern es tritt nur die Vernunft, die liebende Vernunft in den Geist zurück. Sie kehrt zurück und sie zeigt dir nur auf, ja, stimmt. Es läuft wirklich alles auf mich in diesem Moment hinaus, als das, was ich wirklich bin. Das, was mein Bruder mit mir hier ist. Und das ist so. Ja, und sie sind bereits verfügbar, genau. Die mächtigen Gefährten sind bereits verfügbar, genauso wie die Aufzeichnung vom Warm-up. Und hier kann man wirklich nur sagen, danke fürs Auftauchen an meine mächtigen Gefährten. Danke, dass der Heilige Geist das, wie, ich weiß nicht, wie er es macht, wahrscheinlich, weil es eh nichts anderes gibt, dass jemand auftaucht und sagt, vergiss deine Zeitlinie für einen Augenblick. Vergiss die Gedanken von Schuld für einen Augenblick. Vergiss für einen Augenblick die Idee, dass du diesen Kurs machen kannst oder machen musst, sondern dass du das Licht bist. Erinnere dich, dass da nichts dazwischen gekommen ist. Und das ist das, so wie ich meine Reflexion hier im Traum bekomme, sind das die Angebote, die wir uns hier in den Begegnungen machen, die wir uns jetzt machen und die die Brüder von den Rosenkreuzern ebenfalls haben. Ja, wen kümmert das Konzept, wenn ich dir jetzt begegnen kann? Wen kümmert der Weg, den wir individuell gegangen sind? Wen kümmert die Sprache, die uns angesprochen hat? Wen kümmert die Form des universellen Lehrplans? Wenn ich dir jetzt als das begegnen kann, was wir beide in Wahrheit sind. Und darin ist alles perfekt arrangiert, orchestriert. Darin ist alles an seinem Platz. Jesus hat mir so ein dickes Buch geschrieben. Mein Selbst hat mir so ein dickes Buch geschrieben, damit ich lerne, mich nicht einzumischen.
dass ich für einen Augenblick sage, dieser Augenblick gehört komplett dir und damit mir selbst. Ja, der Heilige Geist braucht nur einen Augenblick. Es braucht keine lange Zeit. Es braucht nur einen Moment, wo ich bereit bin, alle meine Werte, meine künstlichen Werte ihm zu geben. Und zu sagen, dieses Kontinuum ist geschlossen. Diese Zeitlinie ist vorbei. Wie geschieht das? Lass uns das mal zusammen sagen. Lass uns sagen, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Wir sind an das Ende einer unglaublich langen Zeit angekommen. Raum und Zeit wurde angepasst durch Jesus. Ja, vielleicht brauchst du für einen Moment ein Unterhaltungsprogramm. Vielleicht brauchst du für einen Moment jemanden, der mit dir einen Tee trinkt oder einen Kaffee. Vielleicht brauchst du einen Moment jemanden, der sagt, ja, ich verstehe. Vielleicht brauchst du eine Umarmung. Vielleicht brauchst du, ich weiß nicht, was es braucht. Vielleicht brauchst du gar nichts. Vielleicht brauchst du einen Moment, wo du einfach nichts weiter willst, sondern einfach nur du selbst sein. Ja, nichts. Nichts im Außen, was irgendwie irgendwas von dir wollen würde. Ja, die Vergebung ist still und tut ganz ruhig gar nichts. Ja, wunderbar. Danke, danke, danke. Danke, Barbara. Am Ende der Zeit taucht auch Barbara wieder auf. Dankeschön. Schön, dich zu sehen. Schön, uns alle als diesen einen zu erlauben. Nichts geht verloren, niemand geht verloren. Und wenn du Fragen hast oder was reflektieren möchtest, dann kannst du gerne hier entweder was in den Chat schreiben oder die Hand heben. Und wir werden dich freischalten oder die Frage vorlesen. Kannst ja auch anonym stellen, entweder an Devavan schicken oder an mich im Chat. Und ja, wenn du für einen Augenblick deine Ideen als kleine private Ziele erkennst und siehst, dass dahinter ein ganz anderes Ziel liegt, ein ganz anderes Bedürfnis, dann treffen wir uns hier. Okay, Bettina. Habe ich jetzt als Mikro auf? Hört ihr mich? Ja, wir hören dich gut. Ah, wie schön. Danke. Danke fürs Freischalten. Andreas, ich möchte diese Situation nutzen, um dir von Herzen Danke zu sagen für deine unglaublichen Geschenke, die du jeden Tag gibst. Du, die Simone, Gottfried, Frank, ich ziehe mir ja so alles rein, neben dem da. Ich bin leider bei dem Festival nicht dabei. Ich habe einen gebrochenen Arm und er macht gerade ein bisschen Probleme. Ich möchte mich aber gerne einklinken bei euch und wünsche mir, dass ihr mich einfach mitnehmt, weil mir schmerzt echt das Herz so ein bisschen, weil ich fühlen kann, was für eine tolle Energie das ist. Und ja, ich tanze mit euch. Das möchte ich einfach sagen. Und ganz lieben Dank.
für das, was ihr alle schenkt, meine lieben Brüder und Schwestern. Ich bin so dankbar. Es ist so ein großes Geschenk, weil es ist so wie eine ständige Erinnerung und eine Bereicherung, wenn ich wieder festhänge und dann höre ich mir das an und dann geht mein Herz auf und es ist so eine tolle Begleitung. Also, ich kann nur so halb so machen. Tausend Dank. Tausend Dank. Ja, warum auch immer ich mir diese Lektion jetzt hier reinziehe, das wird sich noch zeigen, aus welchem Grund. Ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, aber es wird wohl einen Sinn haben. Und ich hoffe, ich bekomme den noch irgendwie gezeigt. Aber ich bin schon auf dem Weg dahin. Mhm. Ja, danke dir. Weißt du, und dein Hören ist aller Dank. Und dein Hören ist alles Geben und Empfangen. Weil niemand von uns hört irgendwas alleine. Niemand von uns erinnert sich alleine. Auch wenn wir das als Reflexion im Außen, als Situation nicht sehen, da geht jeder mit dir nach Hause, wenn du hörst. Und da kann dir das Universum nur kompletten Dank zu applaudieren und sagen, danke fürs Auftauchen. Da ist es nicht mehr ich, der irgendwie da in der Gruppe oder in irgendeiner Rangordnung steht oder sonstiges, sondern da werde ich bestätigt, wirst du bestätigt als das eine, der eine. Und darauf hat alles Universum gewartet. Und die Ohren haben, um zu hören, lass sie hören. Du kannst hören. Und sicher gibt es Momente, in denen Irritationen vorliegen, keine Frage. Ne? Zweifel kommt und geht, um dann wiederzukommen. Aber fürchte nicht, dass er nicht vergehen wird. Das Ende des Zweifelns ist gewiss. Also finden wir uns einfach genau da wieder, Bettina, dass wir sagen können, wow, es ist tatsächlich alles schon da. Ne? Es ist alles da. Und ich brauchte gar nichts zu tun. Das ist ja das, was die Berührung ist, die du mit uns teilst. Der Dank, der da durch dich spricht, ist dein eigener dir selbst gegenüber, also als das große Selbst. Ne? Und da sind wir alle total mit dir und lernen von dir, weil Geister verbunden sind. Danke dir. Ja, und ich weiß nicht, ob hier gibt es auch Betten für gebrochene Arme. Wir haben noch Platz. Also das sollte jetzt das geringste Problem sein. Das ist übrigens eine Info an alle. Wir haben echt noch Platz. Es wird ein großes Festival. Niemand braucht kommen, aber jeder ist eingeladen. Und es ist einfach nur ein großes Willkommen. Ein Symbol in Raum und Zeit und eine Gelegenheit, über Raum und Zeit hinauszugehen, wie jede Begegnung, die dir das anbietet, egal wo, egal wann. Okay, es gibt eine Frage, Andreas. Wie würde Jesus mit der aktuellen Situation Corona-Politik in Deutschland umgehen? Mhm. Danke, Janet. Danke, Janet. Ja, er würde damit nicht anders umgehen als vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren tauchte er auf und da war auch die Idee, naja, jetzt kriegen wir endlich einen neuen König, na, der König von Israel oder der König von, was war das damals, Jerusalem oder sonstiges, ist jetzt hier aufgetaucht und wir haben jetzt neue rosige Zeiten vor uns. Und Jesus hat nicht den kleinsten Finger gerührt, um sich irgendwie in diese Richtung zu bewegen, sondern er hat eine komplett neue Alternative aufgezeigt. Ja, du kannst alle Dinge neu sehen und du bist darin ganz individuell geführt. Und sicher, wenn du fragst, dann ist irgendwo ja eine Idee von einem Problem da. Du würdest es nicht, du siehst irgendwo darin ein Problem. Und da wäre die Frage, wärst du bereit, den Konflikt aufzugeben? Ja, wenn das hier mein Traum ist, wenn das hier dein Traum ist, es ist erstmal okay, die Situation nicht weiter zu berühren, die Situation nicht weiter irgendwie umzuwandeln in irgendwas oder
sich eine Lösung auszudenken oder zu erahnen oder zu erhoffen, sondern wäre es okay, dass es so weit zu dir zurückgeführt wird, dass klar wird, okay, ich bin im Konflikt darüber und ich brauche hier eine Lösung in mir. Ja, wo ist mein mächtiger Gefährte jetzt? Und das ist egal, wie es im Außen aussieht. Ne? Da kann sich alles verändern. Es kann eine Alltagssituation sein. Es kann deine Situation auf deinem Meditationskissen sein. Es kann deine Situation hier in der Aleph sein oder beim Einkauf. Aber die Antwort ist gegenwärtig. Und sie zeigt dir auf, dass das Beste, was du dir erhofft hast, dass das übertroffen ist. Denn das einzige Bedürfnis, was da ist, ist wirklich, ich will mich einfach nur an die Unschuld erinnern. Ich will mich einfach nur an die Unschuld erinnern. Und dann lass uns nochmal reden, ob es dann noch was gibt. Ob es dann noch was gibt, was genauer angeguckt werden kann. Ja, danke dir, Nico. Ja, nach Nico haben wir dann noch eine Frage, die ich persönlich zugeschickt bekommen habe, Andreas. Ja. Okay, danke. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Und danke, Andreas. Das, was du gerade gesagt hast, war eigentlich schon die Antwort auf meine Frage. Also meine Frage wäre, so Süchte, zum Beispiel Alkoholsucht. Also ich trinke täglich mein Bier. Und ja, da bin ich halt so immer in so im Konflikt. Also ne, so die eine Seite, die möchte halt so, dass ich sofort aufhöre zu trinken, und die andere will einfach konfliktfrei sein. Und ne, so über dem allen steht diese Konfliktfreiheit und so betrachtet das Ganze. Und ja, möchte ich im Konflikt sein oder möchte ich einfach frei sein? Und in dieser Freiheit löst sich dieses Problem allein. Also diese Freiheit ist schon, ja, ist diese Antwort. Und ne, so in dieser Antwort löst sich dieses vermeintliche Problem von selbst. Also mag sein, dass diese Sucht dann verschwindet. Ob das abrupt aufhört oder, ne, oder ob ich weiter trinke oder ob das, ne, immer weniger wird. Aber in dieser Konfliktfreiheit, in diesem Nicht-Problem sehen, in diesem Christus-Bewusstsein, in diesem Beobachterzustand, so da liegt die Lösung. Man sieht kein Problem, sondern man ist die Lösung und schaut dieser Welt zu. Mhm. Ja. Danke. Ja, du formulierst deinen eigenen Lehrplan da drin. Ne? Du hörst dir jetzt quasi selber zu. Und Devavan hat gestern eine ähnliche Frage beantwortet. Und wir kommen halt nicht drum rum, uns den Konflikt anzuschauen, genauso wie wir ihn haben wollen. Also ich muss ihn da sehen, wo ich ihn hingetan habe. Ich muss sehen, was er mit mir tut oder was ich versuche damit zu tun, was die Wirkungen davon sind, damit ich eine qualifizierte Entscheidung treffen kann, stattdessen ein Wunder zu wählen. Denn es ist ja mein Geist. Es ist ja nichts außerhalb von mir. Und was hier wirklich was ich persönlich bei Dingen tue, die ich als Sucht sehe oder als etwas, wo ich sage, nein, das will ich jetzt aber nicht aufgeben, da hilft es mir einfach, die Handlung zu verlangsamen. Also den gewohnten Prozess, und das ist jetzt ein Raumzeit-Tipp aus meiner persönlichen Transformation, dass du dich sozusagen nicht in den Schock versetzen musst, ich darf jetzt nicht mehr trinken, sondern dass du die gewohnten
Wege, die gewohnten Handlungen langsamer machst und du siehst, was dahinter eigentlich liegt. Denn das ist nie neutral. Ich versuche immer, irgendwas Äußeres zu nehmen, um mit mir selbst in Rache zu liegen. Also es ist ja nicht angenehm. Du stellst die Frage ja nicht, weil es dir gut geht, sondern da ist was nicht angeschaut oder da ist was, was du denkst und schnell denkst wahrscheinlich oder gewohnt denkst, dass du gar nicht auf die Idee gekommen bist, es anzuschauen und es dem Heiligen Geist zu überlassen. Und es braucht so lange, wie es braucht, aber es geht auch sehr schnell, weil es immer im Moment liegt und das Wunder im Moment immer antwortet. Du kannst erkennen, dass das Bilder sind, die du über dich hast. Du kannst sehen, dass das gewohnte Gedanken sind, die du vielleicht als Freude oder als Wohlbehagen oder als das gönne ich mir jetzt, dass du das nimmst und denkst, das wäre schön und gut und auch irgendwie neutral. Aber keiner meiner Gedanken ist neutral. Ja, jeder Gedanke bringt Form auf irgendeiner Ebene hervor. Das kann man kaum neutral nennen. Und das ist auch das, was durch das Training geschieht, dass die Abwehr so weit gelockert wird und durchlässiger wird für das Licht, dass wir sehen, wow, krass, ich habe das bisher immer so gemacht und das war immer irgendwie auch okay für mich und jetzt merke ich auf einmal, was das für ein Schmerz ist, den ich mir da reinziehe, was gesellschaftlich gesehen sogar nicht nur toleriert wird, sondern sogar gefördert wird. Das ist so, okay, ne? Gönn dir dein Bierchen. Gönn dir die Welt. Und jetzt zu sagen, stopp. So, es ist vielleicht für einen Augenblick wirklich unangenehm, weil der Teil meines Geistes, der den Wahnsinn gewählt hat, empört darüber ist, dass er nicht kriegt, was ich will. Aber wer trifft hier die Entscheidung? Kann die Gewohnheit wirklich eine Entscheidung treffen? Oder bin ich es in jedem Moment, der eine Entscheidung trifft, welchem Denksystem ich hier gehorche? Und dann muss ich irgendwo einen Standpunkt für mich beziehen und sagen so, nee, stopp, ist jetzt egal. Ich verlangsame meinen Trinkprozess, meinen Weg zum Kühlschrank und halt jetzt mal an, 2 Meter vom Kühlschrank und schau mir an, was das für Ideen sind. Okay, krass, irgendwelche Ideen, keine Ahnung, Ideen von Vater, Ideen von Kindheit, Ideen von, egal was da rumfliegt, wir brauchen es gar nicht analysieren, aber es sind Bilder und Gedanken. Und ich kann hier nur aus eigener Erfahrung bestätigen, was Devavan gestern geteilt hat, dass durch meine Entschlossenheit, mich nicht selbst zu verletzen in diesem Moment, sondern die Heilung zu akzeptieren, die ich mir durch das Bier erhoffe oder durch irgendwas, was ich im Außen verwende, die Heilung zu akzeptieren, wie sie von ihm gegeben wird, dann fällt das gesamte Ding weg. Für diesen Moment fällt es weg. Und ich bin in der Idee, die ich mir nicht selber ausgedacht habe, sondern wo ich wirklich an den Punkt gekommen bin, an dem ich bisher meinen Bruder ausgeschlossen hatte und gesagt habe, hier ist meine private Sicherheit, hier ist mein privates Feld, meine private Welt, hier bin ich gemütlich in einer Körperidee. Aber es wird so auf den Punkt gebracht durch das Licht. Und weil Jesus nur eine kompromisslose Message hat, sagt er, es geht hier um dein Erwachen. Es geht hier um dein Ja dazu. Und dein Ja hast du schon gegeben. Gott hat auch schon alles gegeben. Jetzt brauchen wir halt nur einen Moment, die Blockaden wirklich entfernen zu lassen. Okay, danke.
Danke für die Frage. Ich hoffe, Nico war das, ne? Ja, danke schön. Ja, danke. Ja, danke. Und wir können darin nicht scheitern, ne? Wir waren schon Andreas, wunderbar. Danke. Okay, hier ist eine weitere Frage. Hallo Andreas, ich habe einen Konflikt mit meiner Familie. Es ist eine religiöse Geschichte. Sie akzeptieren nichts anderes außer ihre Religion. Hier ist die Frage, wie kann ich mit Ihnen und Sie, meine Familie mit mir, Frieden miteinander schließen? Ja, oh, wow. Ja, schön, ne? Ja, wenn es um Verteidigung geht von irgendwas, ne, und sei es Verteidigung von Ideen über Wahrheit, dann wissen wir immer schon, okay, da bin ich auf dem Holzdampfer. Da bin ich auf dem Weg unterwegs, wo nichts zu finden ist, da gewinnt keiner, ne? Niemanden werden wir hier von irgendwas überzeugen können. Und Konzepte oder religiöse Wege, auch wenn sie mit dem höchsten, so einer Art höchsten Idee, das ist ja mein Weg zu Gott, mein Weg zum Höchsten, da muss ich ja verteidigen, weil das ist ja alles, was ich hier gefunden habe in der Welt. Wenn wir merken, das hat nie irgendwer wirklich gelehrt, das hat nie jemand wirklich in Wahrheit gelehrt, dass es um eine Verteidigung eines Weges geht. Und das fällt immer auf mich zurück. Dann kann ich sehen, das ist ein Groll wie jeder andere. Es ist kein Unterschied, ob ich das doof finde, dass mir jemand da meinen Parkplatz weggenommen hat oder ob meine Eltern überzeugte Atheisten sind oder sonst wie, oder Rosenkreuzer oder Kurs im Wundler oder wie auch immer wir uns in Raumzeit nennen wollen. Es ist egal, womit wir das auskleiden. Es ist vom Gefühl her klar, in welchem Geisteszustand ich mich befinde. Ja, das ist ein Groll. Und da kann ich nur sagen, Vater, ich wähle stattdessen ein Wunder. Ich wähle stattdessen ein Wunder. Ich habe alle Ideen darüber, wieso jemand was akzeptieren sollte oder jemand irgendwie flexibler sein sollte oder sonstiges. Aber es hat immer nur mit mir zu tun. Es hat nur mit mir zu tun. Ich kann kein Wunder machen. Ich kann mit meinen Konzepten kein Wunder machen. Ich kann nur darum bitten und das akzeptieren, was mir gegenwärtig als Ersatz schon gegeben ist. Und ja, für die Heilung oder für das Wunder zu danken, das in diesem Moment liegt. Ja, und wie cool das sein kann. Also wie cool das wird, auch wenn du vielleicht da innerlich noch nicht durchkommst in Zeit, was aber gewiss ist, dass es geschieht, dass die Bereitwilligkeit da sein wird. Auch wenn du damit jetzt sozusagen in der Zeit bist und dir Dinge anguckst da drin, dann kannst du sagen, hey, danke, dass ich mir über was bewusst werde. Und dass mir hier geholfen wird, dass ich mir über was bewusst werde. Ich kann es noch nicht erkennen, ich kann noch nicht sehen, welcher Gedanke, welche Überzeugung oder wie ich den Groll da irgendwo hinschiebe. Aber danke, dass ich auf die Spur gesetzt bin und ich jetzt weiß, es geht um mich. Und vielleicht ist es gut, wenn man über gewisse Dinge nicht reden kann, weil man sich dann nur verzettelt. Aber du bist total frei, deine Eltern freizulassen und dich selbst damit auch. Wir wollen keine Gefangenen hier. Wir wollen keine konzeptuellen Gefängnisse mehr aufbauen. Ja, danke für die Frage. Ja, super. Ja, und das ist egal, wo wir das hinlegen. Ne? Ob's, was auch immer das ist, ob es die Erziehung von Kindern ist, ob es das Leben mit einer Partnerin ist oder mit einem Partner oder sonst wem. Sei da drin einfach versichert. Das ist eine ganz simple Lektion. Und Jesus führt mich nur dahin, dass er sagt, in der Stille wird jedes Problem sanft berichtigt. Und die Lösung ist vollständig hier.
Und dafür dient die Religion. Das ist, was Religion überhaupt bedeutet, Rückkehr zum Göttlichen, die Reise ohne Distanz. Wir holen uns hier nur selber ab. Ja, ist so gut. Ist so gut. Ja. Wenn Zeit nur dazu da ist, dass wir das in uns hochhalten und sagen, hey, heute ist ein neuer Tag, dieser Moment ist neu, die Vergangenheit ist vorbei und ich bin bereit für die Lektion im Jetzt. Dann hat jeder Moment für dich eine neue Qualität. Yay. Danke, danke, danke. Danke dir so sehr, lieber Andreas. Ich habe momentan keine weiteren Fragen hier. Okay. Wunderbar. Ich habe vielleicht noch ein Zitat, noch eine Erinnerung. Ah ja, hier, das ist für die letzte Frage. Schau auf deinen Erlöser und siehe, was er dir in deinem Bruder zeigen möchte. Und lass die Sünde nicht erneut aufkommen, um deine Augen blind zu machen. Denn die Sünde möchte dich von ihm getrennt halten. Dein Erlöser aber möchte, dass du deinen Bruder wie dich selbst betrachtest. Eure Beziehung ist jetzt ein Tempel der Heilung. Ein Ort, an den die Müden alle kommen können, um auszuruhen. Hier ist die Ruhe, die auf alle nach der Reise wartet. Und eure Beziehung bringt sie allen näher. Ja, vielleicht kennt ihr das Gebet. Ich muss mich falsch entschieden haben, weil ich nicht in Frieden bin. Ich habe die Entscheidung selbst getroffen, kann mich aber auch anders entscheiden. Ich will mich anders entscheiden, weil ich in Frieden sein will. Ich fühle mich nicht schuldig, weil der Heilige Geist alle Folgen meiner Fehlentscheidung aufheben wird, wenn ich ihn nur lasse. Ich beschließe, ihn das tun zu lassen, indem ich ihm gestatte, für mich die Entscheidung für Gott zu treffen. Na, die Einladung an den Heiligen Geist. Und er wird die geringste Einladung voll und ganz annehmen. Ja. Ja, danke für deine Bereitwilligkeit. Okay, Janet hat noch eine Frage, glaube ich. Ne? Ja, hallo. Hallo, wie können wir? Ihr hört mich? Ja. Ja. Ich hatte vorhin die Frage gestellt, wie Jesus mit der aktuellen Situation in Deutschland umgeht. Und da hast du von Konflikt gesprochen. Klar. Klar, es ist für mich ein Konflikt. Trotzdem, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder und ja, es steht so viel, keine Ahnung, es ist so viel ungewiss und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber irgendwie hätte ich doch gerne noch irgendwas an die Hand, was man da machen oder praktizieren kann oder ich weiß jetzt gerade nicht so, wie ich es formulieren soll. Da kommt schon die Antwort per SMS. Okay. Scheint eine wahre Frage gewesen zu sein, wenn es so schnell beantwortet wird. Naja. Okay. Also das Ding ist, dass wir die Antwort nicht sehen, wenn wir den Konflikt behalten wollen. Also die Entscheidung muss getroffen werden. Und ja, die Entscheidung muss getroffen werden. Das muss so oder so getroffen werden. Auch wenn du jetzt sagst, okay, Jesus, gib mir die Frage wäre ja auch überhaupt, wo du das Problem für deine Kinder und Enkelkinder siehst. Und könntest das klar für dich formulieren und sagen, Jesus, genau in dieser Situation brauche ich jetzt irgendwie eine Lösung. Ich brauche da irgendwie eine konkrete Lösung für die und die Situation.
Und das kannst du machen. Und dennoch wird es dich sowieso dahin führen zu erkennen, es war nur mein Geist, es war nur mein Konflikt in meinem Geist. Zum einen, also was die Kinder, also mich betrifft es gar nicht, weil ich gar nicht in Deutschland bin. Nee, es betrifft dich. Es betrifft dich. Na doch, ja, ich meine jetzt nicht körperlich, sagen wir so. Also A, was da mit den Impfungen und Masken und so weiter, auch in den Schulen. Aber es geht ja auch ans Eingemachte, was unsere, also ich sag's mal ganz konkret, wir haben ein Familienhaus, das haben wir noch vor der Wende gebaut, selber bezahlt, ohne Kredit, ohne Fördermittel, ohne alles, und es soll ja enteignet werden. Und und da habe ich auch meine Kinder wohnen drin, also es gehört einfach, ja, es ist jetzt auch kein Haus, wo man Kohle mitmacht, sondern einfach die Familie wohnt da drin und soll da auch drin bleiben. Der Lastenausgleich zu Anfang 24 soll ja kommen. Ja, und dennoch wär's die Frage, wo ist das konkrete Problem? Dass ich befürchte, dass uns das weggenommen wird. Ne? Okay, weißt du das schon mit Gewissheit? Der Plan ist da. Okay, weißt du, dass es geschehen wird? Natürlich nicht. Okay, gut, also es ist wirklich die Lektion von heute. Ne? Ich setze einen rührenden Glauben in das, was immer täuscht. Und mache das, also ich versuche ja Recht zu haben damit ich das von mir selber die Angst rechtfertigen kann. Und die Sorge, das ist ja das, wo ich alles rein investiere. Ich investiere die gesamte Welt in diese Sorge. Und dass das nicht neutral ist, wird klar. Aber wenn ich genau gucke, wo ist denn überhaupt wirklich, wirklich mein Problem? Gerade jetzt in diesem Moment, dann finde ich es eigentlich nicht wirklich, ich finde es nicht. Ich weiß nur, ich bin in Sorge. Also wenn ich im Moment bin, da ist gar kein Problem, da ist überhaupt nichts. Mhm. Da ist alles okay. Wenn ich in die Zukunft schaue, ist es eben nicht so okay. Ne? Okay. Kannst du die Zukunft vorhersehen? Claro nicht. Kannst du nicht, okay. Gut, du möchtest aber eine Tendenz haben. Und du möchtest einen Weg haben, wo dir gezeigt wird, okay, hier kannst du einen praktischen Weg gehen, damit vermieden wird, dass das Haus nicht zwangsenteignet wird, wenn ich dich so verstehe. Oder, ja, genau. Ja, genau. Okay, dann sagst du, okay, zeig mir, ob ich da irgendwas tun kann oder nicht. Und dann belässt es dabei. Und Jesus sagt, dein Heiliger Geist ist es nicht wert, dass du dich, mit Sorge beschwerst. Egal was es ist, egal wie wichtig das aussieht, egal wie nobel sozusagen der Grund ist, weswegen du dir Sorgen machst. Ja, es ist nicht wert, dass du dich beschwerst in dir mit Ideen. Aber natürlich ist da die Idee da, okay, ich bin hier und mir sind Sachen anvertraut und ich sehe mich in einer Rolle, in der ich mich um irgendwas kümmern muss. Und dann kann ich konkret fragen und sage, okay, dann zeig mir, was ich jetzt hier heute oder morgen, was ich hier konkret tun kann. Gib mir eine neue Vision. Aber die Vision hat immer damit zu tun, dass ich das Gefühl von Erleichterung habe und nicht von, ich bleibe an der Schwere hängen. Ja, natürlich rede ich nur zu mir selbst, weil das lehre ich ja nicht jemand anderen. Das ist so, wie ich mich gerade lehren möchte. Ne? Und schon mal die Wirklichkeit des Problems zumindest im Ansatz zu hinterfragen, ist ein guter Anfang, um das Licht zuzulassen. Die Antwort im Licht. Ja, und Jesus sagt auch, die Antwort wird immer konkret sein, solange wir denken, dass wir konkrete Probleme haben. Aber die Antwort dahinter ist immer dieselbe. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Es wird immer mit einer Idee zusammenhängen, dass irgendwie Schuld, ein Schuldglaube, dass ich schuldig bin oder irgendwer anders schuldig ist, rausprojiziert, dass das aufhört.
Und das ist die wirkliche Stellungnahme für unser wahres Zuhause. Ja, da kann ich alle einladen. Da kommen die Müden zu dir. Mit Haus oder ohne Haus. Da gibst du die Wärme, da gibst du die Erinnerung, da gibst du die einfach die Verbundenheit, nach der sich jeder sehnt. Und du gibst dir selbst da drin. Und das ist das eigentliche Bedürfnis. Ne? Ich will nicht aus Mangel oder Schuld heraus ein Haus aufrechterhalten, was in meiner Sicht sowieso schon immer zerfällt. Egal, ob es zwangsenteignet wird oder nicht. Das will ich mir nicht geben. Sondern ich brauche hier wirklich einen gewandelten Geist. Dankeschön. Ja, danke. Ja, und sich damit auch nicht zu positionieren. Also, was du sagst, ist, sich nicht zu positionieren, alles, was in irgendeiner Weise Angst repräsentiert, sondern wirklich immer nur, wie du sagst, zum Licht sich auszurichten. Absolut, ja. Angst ist zum Glück nicht dabei. Es ist einfach nur, wie kommen die dazu, ne? Ja, also eine Empörung, ja. Das ist eine Form der Angst. Das ist, was Angst ist. Ja, wir klären ja nur, ne? Uta hat es in ihrer Session auch schön gesagt, so der Kurs im Wundern ist eine Begriffsklärung, ne? So Wut, Hass sieht nicht aus wie Angst. Aber es gibt nur zwei Gefühle, ne? Es gibt nur Liebe oder Angst. Es wird einfach nur geklärt, was es ist. Und dann kann ich mich auch besser oder schneller neu entscheiden. Ich brauche hier ein Wunder. Ich wähle hier ein Wunder. Ich wähle hier ein Wunder. Ist jetzt genug, ne? Ist genug mit meinen Begründungen, wieso ich in irgendwas stecken bleiben muss. Ja, danke. Danke für das Öffnen. Danke fürs Hiersein. Und danke, Lieben. Wir sind mit dem Warm-up durch. Darf ich ganz kurz, mir fällt gerade ein wunderschöner Spruch ein. Ist das von einem christlichen Mystiker? Sind zwei Sätze. Darf ich die mit euch teilen? Ja, bitte, Bettina. Also, sorge dich nicht um das, was kommen wird. Und weine nicht um das, was vergeht. Aber sorge, dass du dich selbst nicht verlierst. Und weine, wenn du dahin treibst im Strome der Zeit, ohne den Himmel in dir zu tragen. Danke. Danke für die Erinnerung, Bettina. Danke, danke, danke. Dann machen wir mal alle Mikrofone auf, ja, Andreas, uns bei dir zu bedanken. Und dann haben wir noch eine Abschiedsmusik, ja? Absolut. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. 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 Danke.